Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen die funkigen Ruinen erkundet, ne? Höhlen hier auf Kobo und hier sind auch noch völlig viele Schätze. Guck ich da an. Wie? Sind alle auf dem Salon hier, ne? Dieses Spiel. Na jedenfalls. Ich habe eine gute Idee, wenn ich irgendwie so sehe, dass die Schatztruhen irgendwo hier sind, ne? Dann könnte ich die ja irgendwie offscreen einsammeln, ne? Wenn ich jetzt nur weiß, da sind Schatztruhen und also wenn ich jetzt weiß, da ist jetzt nicht irgendwie ein Weg oder irgendwie sowas, der mich nur in so eine neue Dungeon oder so reinführt oder so, sondern einfach nur so ein Weg, der mich hier geht von hier nicht auf. Sondern einfach nur so eine Dings hier, eine Truhe, die ich einfach einsammeln muss, dann kann ich ja so aufspielen machen und dann euch zeigen. Ich werde aufnehmen, ich die öffne und so, ne? Oh, ich habe schon wieder gefunden ab. So, wir wollten heute in der Story weitermachen, ne? Guck mal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Man hat ja auch noch mitnehmen, ne? So. Mehr Priorit. Soll ich auch mal vielleicht wieder eintauschen, ne? Aber guck mal, hier geht schon wieder irgendwo runter, ne? Man weiß, wo ich da schon wieder hinkomme, ne? Schon wieder ein komplett neues Gebiet, ne? Also das war heute. So, machen wir die Tür ja auf, ne? Wird vertagt. So, ich wollte heute nicht mit der Story weitermachen, ne? Einfach nur, damit es da ein bisschen vorangeht. Und irgendjemand kloppt sich mit irgendjemanden. Aber warum sollte ich das machen? Ich kann die auch einfach zu mir rufen. So, hoi hot. Du Stück. Irgendwo hier ist auch noch eine Truhe. Okay. Gut, aber unsere Aufgabe ist es. Hey, du. Okay. Soll denen immer geholfen haben letztens, ne? Vor 3-4 Parts schon. So, wir wollen zu. Hey, wie steht's, Leute? Ne? Wir wollen zum zerstörten Mond. Weil da geht die Story weiter, ne? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, der zerstörte Mond war schon fast voll erkundet, aber ne. Nicht mal annähernd. Das ist 58%, ey. Sie werden uns erwarten. Kerl und ich haben das. Oh, Marin, du bist auch hier, stimmt. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von überstanden. Ich frage mich, warum Dagon Ravis geschickt hat, anstatt selbst herzukommen. Ich jetzt mal kurz ein Gummibärchen, ne? Ach ja, ist ja gar nicht so ein weiter Weg. Wir direkt hier. Um die Ecke. Also, um die Ecke. Hm. Darf ich da sitzen, bitte? Na, Marin. Ich bin auch so fasziniert von diesem Mond. Okay, wir sind da. Okay. Macht die Situation noch nicht so unangenehm. Ja, so still schweigen sie. Also sind wir. Wir sind da. Ravis hat wohl mehr Separatisten. Du mit Absicht, weil da war man doch absichtlich, um die Situation argwo zu machen. Du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsetzen. Eröffne eine neue Kantine da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Wir benutzen einfach dunkle, schwarze Magie, ne? Die Vulture sind direkt vor uns. Jetzt crasht er nach voll so in uns rein, ne? Okay, beeindruckend. Hey, wir sind unsichtbar. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Ja, der ist irgendwie voll überpowered, ne? Hey, Kleiner. Ich kann irgendwie das ganze Imperium solo.
Jetpack mit ihren Kräften. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir, falls ich müde werde. Das war ein Witz, oder? Ja, war ein Witz, ne? Sie hat gelächelt, das war ein Witz, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kerl wacht einfach nur so auf. Irgendwie so Bisswunden am Hals. Encounters Chocolata. Okay. So, hier ist es wieder schön. Hier ist es schön hell. Oh, so. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten diesen. Naja, jetzt noch so ein Druide, glaube ich. Den habe ich mir mal markiert. Da gehe ich mal hin, wenn ich mein Ding voll habe. Meine Zeitlupe. Anders weiß ich nicht, wie ich die Dinger erledigen soll. So, wir haben seit Ewigkeiten hier diesen Kopfgeldjäger. Ich vielleicht mal mit den Leuten hier reden, ne? Okay, dann nicht. Ich glaube, meine Freunde mögen mich nicht mehr. Jetzt reden die nicht mehr und lass mich einfach so da stehen und dann so was. Bonk. Bonk. Au, hör doch mal auf. Ich bin vom Druiden verprügelt. Raiders regeln diesen Ort ab. Nee. Ich habe jetzt gedacht, er hat gesagt, Vader regelt diesen Ort hier ab. Also war es das für uns. So, ich wollte eine andere Waffen-Selektion hier haben. Und zwar, gute Frage, ne? Was wollte ich nochmal? Ein Schwert und Doppelschwert. Okay. Okay, so, ich bin bereit. Ich würde erstmal hier hingehen, ne? Oder ist ja direkt da um die Ecke. Automatisierte Fertigungsanlage. Konzentration. Hm. Oh, schön übersichtlich hier. Da knöpfen wir uns erstmal den Kopfgeldjäger vor, ne? Würde ich sagen. Wenn wir das auch mal geschafft haben. Du musst es hier sein, ne? Ja, müsste es halt. Ein Jedi ist immer auf der Hut, okay. Okay. Soweit wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Oh. Danke. Mal sehen, was wir finden. Oh. Okay. Nein, bitte, ich will nicht an der Werkstatt, an der Werkbank. Ich will noch nicht mal sofort dahin. Ich weiß, hier stand, glaube ich, immer einer, ne? So ein Kopfgeldjäger. Da ist er. Ah! Hat er mir irgendwie einen Tipp gegeben oder so? Was zum? Aber du warst gar nicht der, den ich erledigen musste. Nein. Ah. Hilf mir bitte. Was ist denn eigentlich? Ah, ich dachte, ich könnte ihn so elektrisieren, oder? Ich habe gar keine Erfahrungspunkte für den bekommen, ne? Den anderen. Vielleicht kriege ich die an nach, wenn ich den erlege. Niemals. Der ist noch relativ chillig, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das Spiel hat damit gerechnet, dass ich irgendwie gegen den anderen Typen auch noch kämpfe, ne? Ne, machen EPR gestellt. Warum? Wir sollten ihn zu Cage bringen. Okay. Ich glaube, der Kampf war sehr viel einfacher, weil ich den einen Typen da unten runtergeschmissen habe. Da taucht er jetzt noch mal hier auf. Nee, jetzt nicht mehr, schade. Das ist mir irgendwie hier so ein Gegner scan oder so durch die Lappen gegangen, weil ich den da runtergeschmissen habe, ne? Ah, was soll's. Warte mal, Gerücht auf der Karte anzeigen. Ah, kannst du mir mal zeigen, ne? Okay. Da muss ich jetzt storymäßig überhaupt hin, hier hin. Weil da ist eine Tür. Ich will mal gerne sehen, wie meine Dings ist. Ja, meine. Nein, da wollte ich nicht mal. Ob meine Dings gerade hier voll aufgeladen ist. Ich sehe das nämlich nicht. Hier meine Zeitlupe. Weil da ist das Einzige, was ich nicht immer so per Kommando irgendwie so aufrufen kann. Habe ich die schon erledigt? Nee, ne? Macht das, kann man ja auch noch mal versuchen. Ich bin gerade voll überfordert, ich weiß nicht wieso. Wir gehen zum, gehen wir erstmal hier in der Story weiter. Anlagenkanal. Gehen wir erstmal schnurstracks zur Story. Bonk. Das ist so das Beste, was ich gerade machen kann, ne? Ja, sag mal. Ah, aber mein Nacken. Ach so, okay, warte. Da sehe ich doch eine Abkürzung. Der beste Weg ist durch die Anlage. Weißt du nicht gerade? Ja, runter muss ich. Nee, immer schon direkt schwarz vor Augen werden, ne? Sobald ich irgendwie. Warte mal, ist er nicht hier mit dem Druiden? Nee, ne? Andersrum. Da geht's runter. Okay, und nun hier. Hier das? Nein, da. Ich sagte nicht öffnen. Erledigt ihn. Danke. Die ja so ein Big Deal sind, die Batman Raiders, ne? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh, dann haut er mich nur noch ein paar Mal kaputt. So, meine Zeitlauf ist jetzt. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. So, jetzt ist meine Zeitlupe da. Würde ich nur gerne mal kurz in den Druiden hingehen, ne? Damit wir das schon mal erledigt haben, ne? Nur wie mache ich das, ne? Wie komme ich da jetzt hin, Nummer? Ich will das nämlich gerne erledigt haben, damit ich das von der Liste ja streichen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich da so schnell hinkommen soll. Da ist auch nirgendwo ein Meditationspunkt in der Nähe. Wow, das ist echt nirgendwo ein Meditationspunkt in der Nähe. Da ist ein Gerücht. Aber kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo einer ist. Guck mich da mal an. Und von hier aus da hinten, ne?
Warte mal, irgendwie kann ich da runter. Ich fühle mich nicht gut, BD. Irgendwie kann ich hier so runter. Ich muss hier so runter. Ah, oh, wie soll ich denn das machen? Ja, dann bin ich da und dann fahre ich aber da runter wieder. Da komme ich nie im Leben hin. Wow, die haben den ja voll unerreichbar gemacht. Boah, automatisierte Fertigungsanlage. Okay, dann müssen wir, boah, müssen wir ein ganzes Stückchen laufen. Aber hey, dann habe ich den wenigstens. Das ist das, was zählt. Na, irgendwann werde ich den Fall ausblenden, ne? So. Hier ist das. Und da müssen wir ein ganzes Stückchen laufen, um den zu erreichen. Kein Wunder, warum ich den nicht schon vorher gemacht habe. So, boah. So, jetzt muss ich irgendwie... Wo muss ich hin? Ich muss hier hin, dann... Nee. Alter, wie kommst du da hin? Der hat keinen Weg hier gemacht haben, um jetzt irgendwie dahin zu kommen, ey. Da muss ich lang. Ich hier richtig? Nein. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern, aber was soll's. Oh Gott, das ist ja voll verstrickt hier. So, dann jetzt da auch. Nee, immer noch weiter. Hier hin, dann hier hin. Boah. Das ist auch voll nervig. So, hier hoch. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, und dann einfach hier hoch, ne? Darüber und dann da hoch, alles klar. Dann haben wir das auch erledigt. Sie sollen nicht. Alles okay? Sie dürfen nicht hinein. Okay, der müsste jetzt dann irgendwo da oben sein, ne? Ich glaube, der ist jetzt da drüber, ne? Der Seite. Aber ich habe den nicht erreicht, weil da so Gegner waren, glaube ich noch, ne? So, du komm her. So. Meiner. Na, da ist er. Oh, beinahe one-shotted. So. Haben wir das erledigt. Jetzt komme ich eigentlich voll schnell wieder da hoch, ne? Indem ich einfach nur weitergehe. So, haben wir das. Haben wir die nervige Blechbüchse erledigt? Okay, das sieht ein bisschen geglitscht aus. Jetzt habe ich mein Doppelschwert rausgeholt, ey. Nein! Hey,
Nun, au. Warte mal, nun. Also, ich habe letztens so ein Video gesehen über. Wo muss ich denn jetzt mal noch hin? Ich habe letztens irgendwie so ein Video gesehen, so eine Dokumentation über Droiden und wie die es nicht verdient haben, irgendwie behandelt zu werden in Star Wars. Die irgendwie verdümmlicht worden sind, irgendwie. Nein. Weil die irgendwie, weil die nicht verdümmlicht worden sind, weil die nicht so ein Clone war und so. Ich erinnere mich. Boah, ich bin noch nicht mal irgendwie an irgendeinem Storyort, ne? Der Video hat sich irgendwie so darüber beschwert, warum die Droiden so nutzlos waren und irgendwie nichts auf die Backe gekriegt haben. Ja, fand ich relativ lustig. Und dass die nicht so cartoonisch waren wie in den späteren Filmen und der Serie. Ne? Da gäbe es doch nicht sehr inkompetent gewesen sein. Einigen Stellen. Boah, habt ihr den Switch gesehen? Sieht für mich wie ein Eindringling aus. Wer der schnappt den? Ich kümmere mich um sie. Ja, wo ist mein Druide? Komm schon! Dauert ab! Lass mir mal helfen? Hallo? Wie habt ihr los? Ich denke nicht. Nein. Na cool. Da. Das hast du gespürt, was? Oh, jetzt greifst du meinen Schirm, danke. Schnelle Reflexe. So nicht. Fang nicht. Also gut, dass der Schaden durchmacht und ich nicht. Ja. Also auch voll gebracht, ne? Das ist mir ziemlich fast erledigt, habe hier erledigt. So, jetzt haben wir wieder ein neues Gebiet hier, ne? Aber ein neuer Abenteuer und neue Gegner hoffentlich. Ja, genau, das habe ich gemeint. Dass die Droiden irgendwie so verdümmlicht worden sind. Bei so einem 45-minütiges Video. Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer. Ja, mir gefällt die Idee auch. Dass das irgendwie keinen Sinn gemacht hat, dass die irgendwie so sich so verhalten haben oder so. Finde ich relativ lustig. Sag mir nicht, ich muss da durch. Natürlich muss ich da durch. Kuckuck. Okay. Ist sehr angsteinflößend. Oh Mann. Mit einer Fertigungsanlage. Do not look into his dead life. Dann müssen wir nicht von anderswo Material herbeischaffen. Nein, komm ich da ran? Ja, ich geh da mal weg, ne? Tschüss. Bin ich gerne von den Todessternen hier abgeschossen werden.
der Beharrlichkeit, mir hierher zu folgen. Oh, bewundert mich. Was? Mach ich gerne da weiter, wo wir aufgehört haben. Kann ich nicht hören, dieser Todesstrahl ist zu laut. Gott, macht der Kunde jetzt ja voll chilliger. Oh. Ich dachte, der Chip war unsichtbar. Komm ich dahin? Hier hin. Ah, warum nicht, ne? Mal kurz heilen. Und auch wenn ich nur ein Stimpack und ein bisschen AP zurückbekomme. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, aber warum nicht, ne? Wer weiß, was jetzt als nächstes kommt, ne? Vielleicht kommt ja gleich ein Rancor vom Himmel geregnet. Ich weiß das nicht. Weil überhaupt nicht mal sicher. Ich glaube, die Mantis wurde entdeckt, ne? So wie es ausschaut. Ja, schon mal nicht so gut. Sollen wir den Nagel machen? Er schuldet seinem Meister alles. Warum? Dummer Droide. Graves wurde jemals nur von einem. Ja, ich hätte mich nach oben packen. Er schuldet ihm ein Leben. Was immer Dagon befiehlt. Ich kann den nur bestimmt von da oben packen. Ich würde mich nicht so herumkommandieren lassen. Sei still und halte Wache. Roger, Roger. Jetzt wird gekämpft. Es sah voll so aus, als könnte man das Ding irgendwie so hochheben. Einer muss ihn erledigen. Man kann es mal in einen Schuss jetzt zurückwerfen. Das ist es nicht wert. Mal du da oben. Oh Gott, hier sind noch voll viele Gegner. Oh, der eine wurde getroffen. Kanonisch. Trophäe dafür, sehr cool. Ja, wir warten. Wieder einer am Boden. Oh Leute, hat er nicht. Langsam müsste der auch gemerkt haben, dass das nichts bringt. Ah, ich tue die mal. Ich warte, bis sich das Ding einschaltet. Ah, jetzt habe ich keine Macht, ehrlich. Ausgerechnet jetzt. Schon freiwillig dein. Sehr cool. Ja, boah, ich hatte echt gedacht, ich könnte diese Platte so nach oben schicken. Wollte getroffen werden. Aber von der Perspektive hat das gar keinen Sinn gemacht. Sah aber von da aus so aus. Ich bin dein Verbündeter. Ich dachte, du kannst jetzt irgendwas machen, ja? Da ist doch noch einer, geh auf den los. Wir werden gemeinsam kämpfen. Oh. Boah, da greift er nochmal an. Ja, der eine klopft sich mit dem. Unterhaltsamer Kampf hier. Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Oh Mann. Erwachende Riesen. Oh, ich dachte, er hat mit hier Dagon gesprochen.
Ich habe so lange nicht mehr gesungen. Ich höre dich. Alle okay? Wir kommen zurecht. Keine Eile, aber mach hin und sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Das werde ich. Da unten, ne? Aha. Ja. Sieht aber nicht so aus, als würden dann noch sehr viel mehr Planeten kommen, ne? Irgendwie nur so ganz schön wenig Planeten. Ist auch nicht dieser riesige Laser, ne? Klar. Doch mal. Scheint so, als hätte niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Ja, aber damit auch so einen Unterschied machen, ne? Kann man jemand diesen Todeslaser abschalten? Der ist voll nervig. Ich wollte schon sagen, ich habe aber verpasst. Ich habe den hier schon wieder verpasst, Mann. Oh. Dann kann ich gleich zurück. Ah. Was? Ich kann dich nicht hören wegen diesem Laser. Der ist so laut. Doch, nee, jetzt kann ich da gar nicht mehr hoch, ne? Klingt nach einem sehr freundlichen Mann. Ist da gerade jemand? Ich könnte schwören, da ist gerade jemand an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, es mir gerade schon. Ich schnüffel so viel von diesen Machtrissen. Macht-Upgrades. Aber was so? Oh, hey. Haha. Stimmst du mir? Oh, ich habe ihn trotzdem einkassiert. Okay. Er war aber auch richtig versteckt, ne? Welchen Ding finden soll, wenn ich nicht irgendwie da runtergefallen wäre? Ja, du musst dich auch schon. Ja. Ich drück nichts anderes außer links. Ah.
jetzt auf diesen einen Ding, was ich gerade gefunden habe, da war in den ganzen Weg rum klettern. Die Brutalität der Jedi in den Klon kriegen. Sehr interessanter Satz irgendwie. Ja, wir haben halt viele Druiden erlegt, ne? Man hat eigentlich Druiden. Erst recht. Tür hat mich getötet. Erst recht, nachdem ich dieses Druiden-Video gesehen habe, von dem ich gerade geredet habe. Es ist irgendwie nicht sehr überraschend, dass die gewonnen haben. Die Druiden so inkompetent sind. Nur davon absieht, dass die Jedi irgendwie voll überpowered sind. Irgendwie Mace Windu hat irgendwie tausende von Druiden auf einmal erledigt. Die Hauptcharaktere wurden irgendwie nie von denen getroffen, weil die halt überleben mussten, ne? So Anakin und so, ne? Wir sind noch nicht fertig. Wo die eigentlich nicht hätten überleben dürfen. Okay, warum ist hier so Horrormusik auf einmal? Nein, Mann. Wenn er immer einen Schlag noch reinkriegt, ne? Ich glaube, da zur gleichen Zeit an. Die Stunde naht, in der Deggans Vision aufs neue Realität wird. So, warum genau unterstützt der den überhaupt? Die Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Also der Ravis, warum wird er ihn genau unterstützen? Wird auch schon irgendwie erklärt, da ist doch bestimmt noch irgendwann, wenn ich da weitergehe. Da kommen wir hier. So hat man noch was. Hab's gewusst. Zack. Ich tue hier ganz schön anhäufen, die Fähigkeitenpunkte. So. Okay, er war gut abgetimt. Alter. Oh, ist hier überall Todesgefahr. Oh, mit der noch mehr zerstört auf dem zerstörten Planeten. Den zerstörten Mond. Hat er nicht schon genug geleidet? Kannst auch ein bisschen übertreiben, ey. Stell mal vor, du wohnst hier, ne? Jedes Mal ist ja alles am Beben. Ein paar Sekunden. Chris Labor. Sie hat bestimmt nicht erwartet, dass es jemals so weit kommt. Sie hat ihre Entscheidung getroffen, aber wenn wir dadurch eine Heimat finden, die vor dem Imperium sicher ist, dann soll es so sein. Irgendwas stimmt nicht. Aber es kommt gleich. Da kommt gleich, ne? Pass auf. Lass uns hier eine Pause machen. Pass mal auf, da kommt er gleich voll um die Ecke und bringt mich um die Ecke, ne? Mit was glaube ich gerade rum? Mit einem Schwert, ne? Fliegerass, Sprintattacke. Kraftvoller Wurf. Ich glaube, den hätte ich lieber, ne? Im Wurf. Okay, cool. Mal gucken, ob ich das jemals einsetzen werde. Okay. Du bist fast schon zu spät. Ich warte im Kontrollturm auf dich. Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist.
Oh, hey. Was ist das? Was sind diese Druiden, ne? Kann ich immer nicht mit interagieren. So, ich wollte jetzt hier so einen Gedankenblitz, ne? Ja. Tja, hier geht's nicht weiter. Muss ich eben da lang, ne? Ich sehe auch gerade, da geht's irgendwie. Jetzt kommen wir gleich dieser Fischer. Sehr gut. Sehr gut. Das mag ich halt erst sagen, ja. Ja, cool. Ich habe mich noch gerade gebrochen. Und wie sehr der mir hilft. Erinnert euch an eure Ausbildung. Zeit für einen Angriff. Okay. Das sind viele Gegner hier in letzter Zeit. Boah. Nur du und ich, Kumpel. Du und ich. Ich und du. Boah, mein neuer Angriff. Und jetzt davon. Das heilt wieder. Ah. Halte dagegen. Attacke. Bewegen kannst du dich. Ah. Gut, jetzt möchte ich mich hier gerade umschauen. Jetzt nicht mehr. Immer präzise. Was war das denn? Das Eindämmungssystem hat versagt. Entdeckung. Okay. Die klangen definitiv, als wären sie unter Stress. Wir werden alle sterben. Oh nö. Also richtig die Emotionen gehört aus deren Stimmen. Ich nehme an, wir bekommen jetzt gleich irgendwie so ein Upgrade, womit wir mit diesen Ballons da interagieren können. Stimmt, ne? Bis jetzt war kein Test erfolgreich. Dagon Gara glaubt fest. Gott. Kommst du aber mal her? Dass ich nicht spüren kann. Aua. Hilf mir bitte. Naja, ich brauche Unterstützung. Mein Gott, dem seine Dings sind gleich runter. Hier drüben. Sieht ein bisschen aus wie der Predator. Mit den Haaren. Hilf mir, hier. Ja, vielleicht nicht alle meine Stims an hier verballern. Den ja. Ich muss auch schon die Angriffe machen, die ich einsetze. Wie soll ich den Angriff mit einem Combo ausweichen? Also wirklich. So, ich habe jetzt fast alle meine Sims an dem verballert. So. Ah, nee.
Mach ich doch gerade. Oh, muss ich den ja machen? Wir müssen besser zielen. Hey, da ist so ein Ball drin, ne? Also, da muss ich so einen Ball reinpacken. Kann ich da rein? Nö. Ich habe dieses Kobo-Zeug schon gesehen, ne? Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt hier was machen muss. Ich dachte, da wäre nur so Dekoration. So ranken, aber ich brauche so einen Laser. Den Laser kriege ich doch bestimmt hier diesen Ding da unten. Aber wo kriege ich einen Ball her? Hat mich so, ne? Warte, bei sehe ich hier. Kann man da durch? Ist ja unten irgendwas, das ist so ein unendlicher Boden. Okay. Da sind wir. Irgendwo da. Aber wo ist der? Von da aus? Ah. Ich sehe schon, ich sehe schon. Nein. Da bist du nicht da runter gewollt. Warum wolltest du da nicht runter? Dann passt er ja nicht durch. Boah. Alter. Ich auf den Arm nehmen, da ist auch voll das, was ich machen muss hier. Was ist ja los? Da geht er gar nicht runter, ey. Also eindeutig das, was ich machen muss, oder? Da. Nein. Boah. Hätte eigentlich schon 5-mal funktionieren müssen, finde ich. Wurden sie hier hergestellt? Meinst du, das Gerät, das wir in den Felsnadeln gefunden haben, hilft uns hier? Du kriegst das hin, oder BD? So, da haben wir schon mal den Weg, den ich glaube, ist richtig. Upsala. So, jetzt muss ich wieder das Ding hier bis ans Ende der Welt hier schicken.
Na. Ich finde die Umsetzung, ich finde die Idee dahinter gut, aber die Umsetzung finde ich nicht so dolle. Das noch mehr, ne? Mal wieder gucken, ob hier noch irgendwas ist, ne, bevor ich da wieder abstelle. Und daher muss ich das noch machen. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Hier ist noch was, aber ich glaube nicht, dass man damit machen muss. So, cool. So, warum ich das da aufgemacht? Gar nichts. Oh, ich dachte jetzt, da wäre ein Upgrade drin gewesen für meine Stims. Oh, vielleicht. Hacken Druideka. Oh. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie jetzt so kommen wir dazu schaffen, aber okay. So, ja, weiter. So viel kommt jetzt ja bestimmt nicht mehr, ne? Will ich jetzt mal raten. War ehrlich, da war wieder zu hoch, Kerl. Hey, du machst mich fertig. Du warst im Krieg, verdammt. Stell dich mal nicht so an. Ich habe gesehen, was Obi-Wan und Qui-Gon in der ersten Episode gegen Darth Maul gemacht haben. Lass uns nachsehen, was Kree vorhatte. Irgendwas Interessantes? Die Scans bei mir aber nicht angezeigt, ne? Hat mir noch, wo mir die noch fehlen, ne? Ich glaube, die werden ein bisschen wichtiger. Oh, das ist der Werbung. Nein, das will ich nicht. Oh, will ich doch. Santari. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp. Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tenelor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tenelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Ein Sanitätsdruide, schnell! Und bereitet einen Bagdad-Tank vor! Und so wurde er geskywalkert. Was hast du gefunden? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Ja, yeah, jetzt können wir ähnliche Dinger benutzen. Ja, das ist Kletterkar. Besiegt, aber nicht ausgeliefert. Warum? Ja, ist doch die Werkbank. Ja, jetzt können wir durch die Gegend fliegen mit den Dingern. Das haben wir, glaube ich, schon alle so Sachen. Probieren wir es mal aus.
Jetzt haben wir, glaube ich, schon alles so Sachen, mit denen wir irgendwie interagieren können, ne? Oh Gott. Okay. So ganz gecheckt habe ich jetzt nicht gefasst, was passiert. Es funktioniert. Auf zu Ravis. Das ist ein Greifhaken, ja. So, ich würde aber gerne zum Meditationspunkt gehen und dann schnappen wir uns den Kollegen beim nächsten Mal. Werde ich ja wohl noch machen dürfen, ne? Ja. Wenn ich fertig, ich muss es gedrückt halten, aber. So ganz verstehe ich das noch nicht. Aber okay. Modell 13. So. Ich möchte gerne wieder hier runter zum Speicherpunkt. Nee, von da kam ich. Ja, nicht da hoch, oder was? So ganz habe ich die Steuerung noch nicht so gecheckt. Muss er gedrückt halten und dann muss ich dann irgendwo in der Richtung loslassen. So, warum kann ich hier hin? Oh. Warte mal, warum habe ich denn wieder 9 Stims? Ach, komm schon. Na, ich wusste. Bringen wir sie zu See. Wollte schon sagen, warum kann ich denn hier hin, wenn hier nichts ist? Na, okay. Okay, Kerl. Ha. Hilfe gebrauchen. Wir sehen den an. Voll der unkonventionelle Weg hier, um hier durch zu navigieren, finde ich. Initialisiere tot. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Jetzt bin ich hier und jetzt muss ich da oben hin, ne? Genau. Gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal, ne? Würde ich sagen. Habe ich Punkte zum Ausgeben? Ich glaube nicht, ne? No. Gut, dann mache ich hier Feierabend. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit. Komm schon, Kumpel. Wenn es am zerstörten Mond auf Jedi. Oh, guck mal, 95%. Boah. Survivor, ne? Cool. Ja, ich nehme an, da oben müssen wir uns gleich einen Kampf gegen Ravis liefern beim nächsten Mal. Und ja, das geht bestimmt dann voll zur Sache, ne? Gut, aber ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, so würde ich mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.